Erzähl mir von dem Gesicht, das einer Spinne ähnlich sieht. The seeking face represents the mastery of the chase. The understanding that slaughter without gain or purpose is wasteful. Das suchende Gesicht repräsentiert das Meistern der Jagd. Das Verständnis dafür, dass Schlachten ohne Sinn und Zweck eine Verschwendung ist. It is the hunter that must think in seasons, not seconds. Der Jäger muss in Saisons denken, nicht in Sekunden. Young warriors think the spider odd. It sits still. It does not seek, is oft said. Junge Krieger halten die Spinne für merkwürdig. Sie sitzt still, sie sucht gar nichts, sagen sie oft. But the spider understands the art of the seeker so well that its prey comes to it. Aber die Spinne versteht die Kunst des Suchenden so gut, dass ihre Beute zu ihr kommt. Naja gut, Spinnen suchen sich eigentlich eher Orte, wo sie ihre Netze und damit ihre Fallen für ihre Beute aufstellen können. So abwegig ist das gar nicht. Have you made your decision, then? Hast du also deine Entscheidung getroffen? Ja, also das suchende Gesicht lassen wir mal außen vor. Was muss ich töten, um ein Artefakt für das schlachtende Gesicht zu finden? Wie würde alles tun, um ein Artefakt für das überlebende Gesicht zu finden? Ich bin bereit, die Jagd zu beginnen. Fragen wir doch wirklich mal nach einem nach dem überlebenden Gesicht, also ein Artefakt für das Überlebende. The Tiebeo Waiapu has long had a reputation for being inhospitable. Das Tiebeo Waiapu. Ja, Pu ist schon lange dafür bekannt, etwas unwirtlich zu sein. It's an arid, miserable shithole, more like. Eher ein dürres, elendes Drecksloch. Yet, the sounder of boars that call the valley home seem to flourish there. Und doch scheinen die Klopfer der Keiler, die dieses Tal ihr Zuhause nennen, hier aufzublühen. Were you to return with proof that you had tread the valley's singular dangers, the surviving face would be well pleased. Würdest du mit dem Beweis dafür zurückkehren, dass du die Gefahren des Tals überstanden hast, wäre das überlebende Gesicht höchst erfreut. Ja, was muss ich tun, um ein Artefakt für das schlachtende Gesicht zu finden? A group of drifters claiming to be eager contenders showed us their true colors. Days ago, while most of the arena slept, they helped themselves to one of our Slayer relics. Eine Gruppe Durchreisende, die sich als bereitwillige Herausforderer ausgaben, haben uns ihr wahres Gesicht gezeigt. Vor Tagen, während die meisten in der Arena schliefen, haben sie eines unserer schlechten Relikte entwendet. Unfortunately for them, the boat they came in on sunk. And it is a very long swim to anywhere beyond the auspices of the faces. Dummerweise ist das Boot, auf dem sie herkamen, gesunken und sie müssten schon sehr weit schwimmen, um den Augen der Gesichter zu entkommen. Er gluckst leise, seine spitzen Zähne blitzen dabei zwischen seinen Lippen hervor. Hier passieren wirklich eine Menge praktischer Unfälle. Slay them. Return the relic to the pool of memories. And the slaying face will be most pleased. Töte sie, bring das Relikt zum Becken der Erinnerung zurück und das schlachtende Gesicht wird höchst entzückt sein. Ja, ich muss ein Artefakt für das suchende Gesicht finden. Every year we lose hunters to the Quahog Canal expanse. Jedes Jahr verlieren wir Jäger an die Quahog-Tikana-Weite. Usually they're tracking last year's hunters. But nowhere in my notes have I found out what first enticed Kith to go prowling around that corner of the island. Üblicherweise nehmen sie die Fährte der Jäger des letzten Jahres auf, aber nirgends in meinen Notizen konnte ich einen Hinweis darauf finden, was die Gestandenen ursprünglich dazu motiviert hat, auf dieser Ecke der Insel herumzustreuen. Ah, mein Gott. Rank foolishness, I'd wager. Das kann gut sein. Also pure Torheit würde ich schätzen. Not surprisingly, the expanse has become a sacred place to the seeker. Nicht gerade überraschend, dass die Weite für den Sucher ein heiliger Ort geworden ist. Return with something a failed seeker before you left behind, and the spider will be pleased. Kehre mit etwas zurück, das ein gescheiterter Sucher vor dir zurückgelassen hast, und du verdienst dir die Gunst der Spinne. Ich bin bereit, die Jagd zu beginnen. Gelade, ich werde die westlichen Tore für dich öffnen lassen. Ah, das sind die westlichen Tore. Das da ist immer noch verschlossen. Gut. Ah, jetzt können wir mal einen Blick drauf werfen. Der Schmelztiegel.
Finde ein Artefakt, das entweder für den Sucher, den Schlechter oder den Überlebenden vom Wert ist und übergib es dem Becken der Erinnerung. Die Gesichter der Jagd gewähren die Gunst jenen, die sich den Schmelztiegel spielen, bewähren. In den Schmelztiegel spielen. Ich muss zuerst zum Schmelztiegel beitragen, indem ich ein Artefakt in der Wildnis von Kasuvari finde. Anschließend kann ich mich einer Herausforderung stellen, welche die Gesichter der Jagd aus diesem Artefakt ziehen. Das überlebende Gesicht. Wenn ich mir die Gunst des überlebenden Gesichts sichern will, muss ich die Forderungen der uralten Statue meistern und den Sieg bei den überlebenden Herausforderungen im Schmelztiegel erringen. Ja, erkunde Tibe Owai Pui auf der Suche nach einem Artefakt des Überlebenden. Die Gebirgslandschaft von Kasuvari, das als Tiebe Owai Waiapu bekannt ist, ist Berichten zufolge die Heimat wilder Keiler von ungewöhnlicher Bosartigkeit. Wenn ich mich mit einem Beweis, dass ich diese Reise in die Wildnis gewagt habe, in die Arena des Schmelztiegels zurückkehre, sollte ich mir die Gunst des überlebenden Gesichts sichern. Suchende Gesicht. Wenn ich mir die Gunst des suchenden Gesichts sichern will, muss ich die Forderungen der rätselhaften Starte erfüllen und den Sieg bei den Sucherherausforderungen im Schmelztiegel erringen. Viele möchten gern Sucher verschwinden in der Kohatikana-Weite, ein dichter Wald an der Westküste von Kasuvari. Wenn ich mit einem Artefakt der verlorenen Anwärter, die vor mir ankam, zurückkomme, werde ich die Gunst des suchenden Gesichtes erlangen. Das schlachtende Gesicht. Wenn ich mir die Gunst des schlachtenden Gesichts sichern will, muss ich die Forderungen der blutrünstigen Statue erfüllen, die den Sieg bei den schlechten Herausforderungen im Schmelztiegel erringen. Und den Sieg erringen. Diebe haben ein Artefakt aus dem Archiv des Schmelztiegels gestohlen, das dem Schlechter heilig ist. Berichte legen nahe, dass die Diebe es nicht weit von der Insel Kasuvari geschafft haben, sondern sich westlich des Schmelztiegels in einem Gebiet in Kasuvari verstecken, das man als Wakupoko-Tiefland kennt. Gut. Für alles brauche ich Konstantin. Ja. Du hast einen Vorgeschmack bekommen, was die Arena von dir erwartet. Enttäusche sie nicht. Ja, und ich kann hier auch gerade nichts annehmen, weil ich kein Artefakt habe, oder? Ja, ich kann nur nochmal die Sachen, die ich sowieso schon gemacht habe, machen, aber nee, danke. Das sind Sachen, auf die kann ich verzichten, sie zu wiederholen. Ah, der Schmelztiegel ist jetzt auf der Karte aktiv. Da ist eine Grabstätte noch. Wir müssen eh erstmal über diese Brücke hier. Ja, der Schmelztiegel ist ein neuer Ort. So, also wir haben hier das Tiefland, da sind die Wildschweine, nee halt, da sind die Überlebenden des Diebstahls. Wir haben die Weite, da verschwinden die Sucher und wir haben Tiebe Owai Pu, da sind die Wildschweinchen. Also ja, wir haben viel zur Auswahl, viel zu tun, aber erstmal müssen wir hier über die Brücke, über die Pingaka-Schlucht. Na dann. Der dichte, feuchte Dschungel öffnet sich
und vor dir breitet sich Leere aus. Eine gewaltige Kluft hindert dich am Vorwärtskommen. Sie führt nur in das schäumende Weiß des Wassers weiter unten. Eine Brücke aus gewundenen Seilen spannt sich über die Kluft, gespickt mit Brettern aus dunklem Holz. Die Brücke überqueren, die Brücke untersuchen. Die dicken Seile haben festen Halt. Jedes von ihnen wurde eng an ein paar schweren Steinen festgezurrt. Ihre Knoten sind längst mit einer dicken Kruste bedeckt, die es unmöglich macht, sie aufzubinden. Die Sonne hat die hölzernen Bretter ihrer Farbe beraubt. Sie erscheinen nun in einem matten Grau. Du hast länger mit deinen Händen gearbeitet, als du sehen lesen kannst, und erkennst sofort, dass das Holz der Belastung nicht mehr verlässlich standhalten kann. Die bleiche Farbe und die ausgefransten Ecken stellen offensichtliche Anzeichen des Verfalls dar. Den Zustand, die Qualität des Holzes beurteilen. Erfolg, Überleben. Dieses Holz eignet sich vermutlich höchstens als Brennholz. Es würde mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr viel Gewicht standhalten. Okay. Den Zustand der Bretter beurteilen. Oh, Heimlichkeit. Nicht mal du hast genug Heimlichkeit. Heimlichkeit. Du hast gar keine. Heimlichkeit 4. 6. 6, ja. Die Brücke untersuchen. Die Konstruktion der Brücke beurteilen. Erfolg Mechanik. Die Kanten des Holzes wirken mehr abgesplittert, denn sauber geschnitten. Es ist wirklich so, als hätte sich jemand bemüht, die Bretter zu versiegeln. Das Seil wirkt bereits robust, könnte aber noch weiter verstärkt werden. Die Brücke mit Magie verstärken. Dornige Wurzeln, ja, okay. Du legst deine Hand auf den feuchten Lehm und beschwörst das Leben darin. Ranken sprießen aus dem Boden und wickeln sich um Seil und Holz gleichermaßen und belegen bald die gesamte Brücke, wodurch es wirkt, als wäre sie ganz natürlich dem Dschungel entsprungen. Du kannst der Brücke keine weiteren Erkenntnisse abbringen. Die Brücke vorsichtig überqueren. Du betrittst die verstärkte Brücke und sie trägt ein Gewicht mit beruhigender Stabilität. Du beginnst die Brücke zu überqueren. In deinen Händen fühlt sich das Seil sicher an und du bewegst dich zuversichtlich über die Konstruktion. Mit deinem letzten Schritt auf festem Boden schließt du deinen Übergang ab und findest dich im Dickicht der Inselmitte wieder. Ja, jetzt können wir jederzeit hier drüber. Unabhängige Handelsschiffe. Ist ja interessant, dass da eine Wahnsinnige ein Handelsschiff betreibt. Okay. Machen wir Ene, Mene, Mane, Mu? Oder machen wir es einfach im Uhrzeigersinn? Ich würde sagen, wir machen es im Uhrzeigersinn. Wir fangen mit dem Bakupo-Tiefland an. Der Wald verdünnt sich zu einer vereinzelten Lichtungen entlang der westlichen Klippen von Kasowari. Bäume stehen Wache über dem blanken Felsen, der in das Todesfeuermeer eintaucht. Du wendest dich nach Norden, um kurz darauf auf ein großes offenes Feld zu kommen, das vom Wald umgeben und von kleinen Flecken dichter Bäume übersät ist. Über den verrotteten Überresten zurückgelassener Kadaver summen Schwärme von Insekten. Der Pfad vor dir wirkt aufgewühlt. Untersuchen. Erfolg. Angesichts des chaotischen Durcheinanders von Erdboden und Gras lässt es sich nur schwer mit Sicherheit erkennen, aber es scheinen mehrere Spuren gestandener zu sein, die aus derselben Richtung kamen wie du. Die Spuren führen in Richtung der Küste im Nordwesten. Weitere Spuren, diese von einer Bestie mit scharfen Klauen, kommen aus dem Inneren der Insel und folgen demselben Pfad wie die Spuren der Gestandenen. Ja, die Bestienspuren untersuchen. Wieder Erfolg. Die Spuren sind anscheinend von einem Stelgier hinterlassen worden. Von einem sehr großen Stelgier. Die Spuren von Biss und Gestanden überlappen sich gegenseitig. Anscheinend hat die Kreatur diejenigen verfolgt, die glaubten, sie zu verfolgen. Die gestandenen Spuren untersuchen. Vier verschiedene Spuren sind zu sehen. Eine davon sieht aus wie von einem Oleander. Bei den anderen ist es schwerer, sie zu
sie einer bestimmten Art gestandener zuzuordnen. Die Spuren liegen ziemlich nah beieinander, als ob diejenigen, die sie hinterlassen haben, sich langsam und mit großer Vorsicht bewegen.